Als Sam geboren worden war, hatte er von Bill und Lissy, von Frau Florian, von Yoshi, Paul und Mike und Meerschweinchen, Blutsbrüderschaft und von der Liebe und von all dem, was auf ihn zukommen würde, nicht das Geringste geahnt. Als Sam geboren worden war, da hatte er erst einmal gebrüllt und Mama Rosina und Papa Fred waren sehr stolz und glücklich gewesen. Von nun an waren sie eine Familie, die drei, wohnten zusammen in einem kleinen Haus am Rand der Stadt und schon bald konnte sich keiner von ihnen mehr vorstellen, dass dies jemals anders gewesen war.